Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2. Ich bin's, der Black. Und ja, wir sind hier immer im Düsterwald wieder am Kämpfen. Lü hat mich schon ordentlich niedergebämmt. Ich habe wirklich nicht viel. Aber ja, mal schauen, vielleicht wird's ja noch. Vielleicht kriegen wir's irgendwie gebacken, dass wir das irgendwie gerissen kriegen. Bin noch nicht sicher. Ja, schauen wir mal. Sehen. Genau, ich mute mich mal, dann geht's weiter. So, hier mal die hier. Dann als nächstes könnten wir eigentlich mal hier die das hier. So, die Schmiede wird ja gebaut. Sehr gut. Die Schmiede haben wir hier hinten. Könnten wir mal hier so. Es wird Zeit, etwas zu bauen. Ich bringe das Baumaterial. Du baust. Bringt alles hierher. Wir müssen das Land verteidigen. Weiter vorwärts, weiter vorrücken. Kommt hierher. Ich kann jetzt hier hinten nichts mehr sehen. Wir sehen den Feind. Das ist nicht so schön. Der Feind hat hier sein Lager aufgeschlagen. Achso. Hier entlang, Lanzenträger. Sonst sehe ich den Feind nirgends. Das ist okay. Alles in Trümmer. Aha. Mal gucken. Also ich würde, ich habe noch gewisse Chancen zu gewinnen. Aber die sind nicht so groß. So, ich will erstmal das Gebäude, das Gehöft hier noch haben. Und dann ab nach Hause. So, ab nach Hause mit euch. So. Genau, macht ihr mal was anderes. Der Feind ist nah. Da ist Ü. Mit seinen... Wir müssen unsere Heimat verteidigen. Eins. Rückt zu ihnen vor! Sammelt euch Lanzenträger an! Wäre bereit! Sammelt euch Lanzenträger! Und hier hinten, hier ist dran. Okay. Das war so klar. So. Ja, leider muss ich jetzt auch gleich meine Dinge zünden hier. Aber es zählt gerade nichts, weil sonst da habe ich gleich verloren. Das wollen wir natürlich nicht. So, so, so. Okay. So, okay. So weit, so gut. So, hopp, hopp, hopp. Hier oben macht er noch gar nichts. Das ist interessant. Wird sich aber bald ändern. Denke ich. Weil er noch immer die Dinge sucht. Nein, jetzt geht er hier drauf. Sie sind durchgebrochen. Ja, alles schön auf den Haufen. So, okay, das Teil hat er zwar trotzdem. Ist aber nicht so wild. Dann baue ich halt was Neues oder sowas. Ah, hier kommt er schon wieder mit Einheiten. Ist nicht so schön. Ich musste alles zünden, was ich hatte. Und ich habe vor allem nichts mehr. Hier, das ist zum doof machen. Das ist doof gerade. Okay. Ihr hier unten, geht mal hier hoch, bitte. Hier oben sind ja auch noch Einheiten oder sowas. So, guck mal. Vor allem der Adler hier, der musste mal hier schauen, wo hier noch was ist. Oder war das hier unten? Weiß es auch nicht. So. Erstmal Kuh alles in. Ich nehme erstmal alles in eine Gruppe. Damit wir überhaupt was haben. So. Okay. Und dann, ja, baue ich ein. Ich bin bereit. Wir sehen den Feind. Ja, den Feind sehen wir von da kommen. Es gibt viel zu tun. Wir greifen einen Malorenbaum an. Alles hier rein. Da ist er. Der Malorenbaum. So, okay. Die Schlacht hat ein böses Ende. Sie greifen an. So. Alle hier drauf. Alle hier drauf. Rennt sie nieder. Ja, komm. Er versucht natürlich alles. Ich versuche auch alles. Zumindest ein paar hat geholfen. Weg, 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 weg. Die habe ich nicht mehr erwischt. Schade. Aber hier, die hier habe ich erwischt. So. Ich brauche mal hier meinen Baumeister, der mal hier unten irgendwo was bauen sollte. Hier. So. Baumeister hier bauen. Ne? Baumaterial ist unterwegs. So, dann brauche ich mal einen zweiten Baumeister irgendwie. Baumeister. Der so, Bau die kommen schon angerannt. Ist das ist toll. Weiß nicht, ob der abgehauen ist. Cool. Ja, scheinbar. So, Stallungen haben wir. Wunderbar. Hier. Bin schon unterwegs. Naja, Bauturm und so weiter in der Art. Stallungen. Wir brauchen mehr Rohstoffe. Okay, brauche ich auf jeden Fall. Was ich auch auf jeden Fall brauche, ist mal einen dritten Baumeister, wäre nicht schlecht, der ist das ja Das Gebäude ist fertig. Okay. Das Baumaterial ist hier. Ja. Wo sollen wir bauen?
Denn ich brauche auf jeden Fall ein paar Pfeiltürme. Denn, wie gesagt, die nächste Fähigkeit, die du jetzt hast, ist sein blöder, ja, sein sehr, sehr blöder, ja, Armee der Toten. Und wenn er mit der Armee der Toten kommt, dann helfen mir hier nur Kampftürme. Und nach Möglichkeit ein paar Bogies, die ich in den Kampfturm pflanze. Darum wird es jetzt erstmal so sein, dass ich hier erstmal ein bisschen sichere. So. Ihr geht in eins. Schickt seine Bögen. Gebt so. Nicht nach. Da sind schon ein paar Bögenschützis. Ihr geht direkt wieder auf Angriff. So, Angriff. Wenn ich könnte, würde ich ja direkt hier, aber ich kann nicht, weil ich hier oben alles verloren habe. Scheiße. Okay. Ich lockere nur meine Arme. Das heißt, du musst mal wohl oder übel hier drüben noch eine Schmiede oder sowas bauen. Wir kommen aus Bruchtal. Ja. Unsere Heimat ist in Gefahr. Das war klar. Das war so klar, dass das jetzt kommt. Die Bogenschützen, hier rein. Hier rein, Bogenschützen. Ah, das ist scheiße. Ja. So. Okay, das Blöde ist, wenn er jetzt auf die Armee der Toten schießt, das wird hier, komm, ich gebe auf. Scheiße. Das Schlimme ist, dass er auch wieder die Bogenschützen gebaut hat und so weiter und so fort. Ich hätte eher aufgeben sollen. Ja, keine Chance, du hattest einfach immer zu viel und hattest zu viel und du konntest permanent, du hast mich permanent gestört. Da war nichts zu machen. Aber naja, gut, Versuch macht klug. Jo, hätte ja auch klappen können. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Sieg dort oben. Mhm. Damit bin ich halt eigentlich wirklich schon fast ja. Vor deiner Hauptstadt. Ja, schauen wir mal, wie es wird. Genau, also es kann durchaus sein, dass es jetzt schneller endet oder eben auch nicht. Es kann ja auch sein, dass ich dich durchaus dadurch platt kriege, weil ich jetzt eine andere Strategie fahre. Ich habe da nämlich eine Idee. So, und deswegen gehen wir mal auf Phase beenden. Also schön. Wir gehen nicht auf Phase beenden. Wir hatten noch ein Gefecht, aber hier mal ganz kurz. Sind gleich wieder da. Bis gleich. Hallo. Ja, nein, wir sind wieder da, denn Dü hat vergessen, weil er unbedingt rauchen musste, dass er ja unbedingt mal cutten musste. Ja, das Gefecht, das dauert. Und jetzt weiß der das nicht mal. Ach, das ist schlimm mit dem Typ. So, ich gehe mal auf Echtzeit, damit das hier endlich mal losgeht hier. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ach, der Kerl. So. Das Gefecht wird. So, gemutet habe ich den auch noch. So, okay, ein unheimliches. Hallo, aufgehört zu quatschen, jawohl. Ein unheimliches Sumpfgebiet, du Totensümpfe. Auch nicht meine Lieblingskarte. Aber wie gesagt, auch hier haben wir schon ein Gefecht gewonnen. Wie das diesmal aussieht, ich bin noch zuversichtlich, dass ich es auch diesmal schaffen werde. Wir werden auf jeden Fall erstmal hier eine Festung hinzimmern. So, hier direkt daneben. Wo sollen wir bauen? Du baust direkt mal eine Kaserne. Und die zwei gehen direkt mal in die 1. Nee, in die 2 geht ja eigentlich. Kann ich dich an die auf dem Pferd setzen? Nein, kann ich nicht. Und ich kann dich in die Bogenschützen. So, geht in die 1. So. Wir müssen und jetzt gehen wir mal mit denen hier ein bisschen durch die Gegend und gucken mal, dass wir da was gerissen kriegen. Das wäre ja nicht schlecht. So, Elbenwald, der nützt mir aber nichts. Dann lieber so. Und noch 5 übrig. So. Wir müssen den Feind zur Rechenschaft ziehen. Lanzenträger. So, die Bogenschützen. Obwohl, die Bogenschützen können schon mal hier sich in die Richtung vorarbeiten und ein bisschen was von denen hauen. Wir müssen den Feind zur Rechenschaft ziehen. Ja, wir haben's. Greift weiter an! Reinigt das Land von ihnen! Reiter! Okay, dann kann ich wenigstens ein paar Grabunholder. Vielleicht kann ich ihn mit denen hier ein bisschen stören. Das wäre nicht schlecht. Kommt hierher! So, achso, du bist schon fertig. Ich bringe das Baumaterial. Sehr gut. Dann geh mal bitte hier hin und bau mal hier noch einen Turm. Wir müssen unsere Grenzen schützen. So, noch einmal hier drauf. Vor. Elben! So, das haben wir. Einmal einsammeln. Und das hier. So, zeigen wir ihnen, dass wir hier sind. Wir müssen nur mal sehen, wo er ist. Hier ist er jedenfalls nicht, wie es aussieht. Interessant. Dann gehen wir mal hier rüber. Ich spüre eine große Dunkelheit. Okay. Sehr schön, ich habe das Gebäude erobert. Das ist ja schon mal was wert. Kaserne, wo ist denn die Kaserne? Hat er keine Kaserne gebaut? Wir müssen das Land verteidigen. So, hier, dann mal da drauf.
So, komm. So, das Gebäude ist fertig. Geht mal hier runter. Hier hin. Innerhalb dieser Mauern droht keine Gefahr. Und du sollst endlich mal hier. So. Bringt sie aus dem Gleichgewicht. Kann halt noch nichts machen. Aha, aha, aha. Weiß nicht, wo er den Rest aufgeteilt hat, seine Leute, aber irgendwo werden die ja sicher auch rumstehen. Na da. So, gut, dann gehen wir mal zurück. Auf jeden Fall haben wir seine Einheiten doch ein bisschen schädigen können, dass wir hier auch schon mal was wert. So, hopp. Er geht wieder zurück. Zurück zum Lager. Wir gehen auch zurück zum Lager. Wir haben eine Kaschere, hier rein da. Ach, du bist schon drin, einer. Okay. Ich bin bereit. Du bist bereit. Du baust mal hier. Unterwegs. Du bist auch bereit. Du baust mal noch ein Türmchen hier hin. So. Es gibt viel zu tun. Sammelt euch, Lanzenträger. Reitet. So, dann kannst du mal eigentlich mal hier. Ach, das Gebäude, den haben wir schon. Okay. So. Und dann, die können gerade nichts. Die können wir ausbauen. Dann können wir trotzdem mal hier hinten rum bewegen. Und gucken, was da wird. Wäre ja nicht schlecht, wenn wir da ein bisschen was gebacken kriegen. Die hier sind noch nicht so weit. Okay. Speere bereit. Lalalala. Hallo. Wir müssen ihn standhalten. Sieht euch zurück. Ja, okay. Kommt mal hier hin. Reitet. Wir haben die Kaserne erweitert. Ja. Macht sie nieder. So, okay. Weiter. Weiter, weiter. Auf sie. Und wieder zurück. Zurück zum Lager. Lassen die Bilder schützen. Zieht eure Waffen, hier geht da rein. Noch viel zu tun. So. Sehr gut. Und dann bau mal eine neue. Wir müssen uns überall umsehen. Davon. Wir müssen Elhorns Haus beschützen. So, genau. Wir haben kaum noch Rohstoffe. Wir müssen das du kannst inzwischen endlich mal hier weitermachen. Kommt hierher. Ja. Reitet. So, mal gucken, ob wir den jetzt kriegen langsam. Immer mal ein paar Sturangriffe, schaden nie. Das levelt auch die Einheit ein bisschen, das schadet auch nicht. Ich will die auf jeden Fall behalten, die dürfen nicht verloren gehen. Das wäre ungünstig. Das wäre sehr ungünstig, wenn ich die verlieren würde. Gucken wir mal. Ja, gucken wir mal hier. Okay, mal ein bisschen heilen hier. So. Immer feste drauf. Die Stallungen sind bereit. Das Böse kommt über uns. Komm, mehr Schaden, mehr Schaden. Schützt die Pferde. Jetzt riskiere ich viel. Zurück. Wahrscheinlich zu viel, deswegen gehe ich wieder zurück. Kommt schon. Wir reiten zurück. Zurück zum Lager. So, hierher. Wir haben sie auf jeden Fall gut angehittet. Ein paar von denen noch. So, so, so. Dich haben wir. Dann bauen wir hier jetzt direkt eiskalt mal eine Schmiede dann hin. Wir bauen erstmal so. Den anderen hat wohl erwischt. Ah, schade. Schade. Aber nicht zu ändern. Mal gucken, wann du kommt. Und ob du kommt. Wäre interessant zu wissen. Baumaterial ist unterwegs. Ich noch kommt da nicht. Zu tun. So müssen wir erstmal hier weitermachen. So. Okay, das ist schön. Freue ich mich aber für dich. 300. Es na, gibt komm. Viel zu tun. 300. Sammelt euch, Lanzenträger. Wir können nicht noch mehr Einheiten befehligen. Wir bringen Speere aus Midlond. So, die heilen sich wieder hoch. Lanzenträger. Das ist toll. Sobald die wieder da sind, gehe ich mit den Adlern rein, weil die Festung wird sich nicht so schnell repariert haben, als dass die Adler sind. Und dadurch, dass er eine Festung gebaut hat, durfte er eigentlich keine Fähigkeiten mehr haben. Wir werden sehen. So, das haben wir. So, und so. Zwei. Okay, was haben wir hier unten? Komm, 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 geht mal mit hier. Vorwärts! Lalalalalalala. Reiß diesen Hab doch hier irgendwo seinen Baumeister gesehen. Dann hauen wir halt erstmal das rennen, anstatt den Baumeister. So. Okay.
Du hier, du baust mal eine Schmiede in Region, und zwar hier hin. Wir müssen Elrons Haus beschützen. Und du, du kannst zwar nichts bauen. Gut, dann sehen wir erstmal weiter in der nächsten Folge, Leute. Genau, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, bis dann. Tschüss. Wir müssen das Land verteidigen.